Ulrich, kannst du mir ein paar Begriffe aus deiner Arbeit erklären? Wie ist es denn mit P wie Provokation? Wir arbeiten viel mit Provokation. Der Klassiker. Was guckst du? Willst du ein Problem? Willst du Stress? Ganz häufig erleben wir das. Ja. Und die Frage ist, wie reagiere ich auf Provokation? Bleibe ich entspannt? Bleibe ich cool? Oder steige ich auf die Provokation ein? Wenn ich einsteige, haben wir den Eskalationsprozess. Wenn ich schaffe, cool zu bleiben, dann kann ich aussteigen aus der Situation. Häufig erlebe ich im beruflichen Alltag, dass Menschen mich provozieren, dass Menschen versuchen, Ziele zu erreichen oder mich zu beleidigen. Und eine Strategie ist, mal in die Adlerperspektive reinzugehen und zu sagen, hey, Jugendlicher, hey, Kind, hey, Kunde, was machen Sie da gerade eigentlich? Ist es gerade hilfreich, um Ihr Ziel zu erreichen, wenn Sie mich provozieren oder wenn Sie mich beleidigen? Kommen Sie dann schneller an Ihr Ziel? Und wenn Sie weitergehen mit einer Bedrohung beispielsweise, dann werde ich irgendwann die Polizei rufen. Werden Sie dann Ihr Ziel erreichen oder werden Sie eher eine Anzeige bekommen und vielleicht sogar Hausverbot? Also an der Stelle überprüfen Sie das gerne. Das ist eine Strategie, in die Adlerperspektive zu gehen. Ansonsten muss ich für mich klar haben, an welchen Stellen bin ich denn zu provozieren? Es gibt Bereiche, da bin ich leicht zu provozieren und es gibt Bereiche, da vielleicht nicht. Und wenn ich merke, da ist ein Punkt, da bin ich leicht zu provozieren, dann darf ich damit arbeiten. Das zeigen wir im Seminar, wie es geht.